Und da sind wir wieder. In den letzten Minuten habe ich das gemacht, was ich am besten kann. Sinnlose Zerstörung. Und was machen wir als nächstes? Gucken wir mal, was wir hier für Geschenke haben. Auf jeden Fall erstmal. So ist das hier nicht gedacht. Laut Karte habe ich hier ein. Lieber noch mal kurz abchecken. Ich weiß nicht warum, weil die Kriminalität ist ja eigentlich immer in den Industriegebieten hoch angesetzt und die zwei sind recht nah beieinander. Aber was soll's? Ich habe dort ein weiteres Polizeihauptquartier stehen. Und wir sind wieder zur Großstadt degradiert worden. Ich bin mal, es könnte spannend werden. Metropole ist kein Zuckerschlecken. Oh komm, hier, fahr die neue Trasse. Ja, das ist doch mal sauber. Und hier, ich leg die Schienen am besten hier mal direkt. Sehr hohe Kriminalität. Ich hab doch hier ganz doll Polizei. So. Hat hier ein Unterseetunnel. Das war sicherlich auch revolutionär im Jahr 1908, oder? Ich muss übrigens mich entschuldigen. Ich habe erzählt, das erste Kernkraftwerk wäre 1905 in San Francisco gebaut worden. Das ist natürlich Quatsch. Das erste Kernkraftwerk der Welt wurde 1900 bereits in der Stadt Übung gebaut. Also nur damit wir hier unsere Geschichtsinformationen richtig haben. Falls mal jemand da ein Referat drüber halten muss. 1900 Übung, erstes Kernkraftwerk, oder? Ja. Das ist irgendwie wie der ganze Name von Mr. Spock. Den kann man ja auch irgendwie nicht richtig aussprechen als Nicht-Vulkanier, oder? Wahrscheinlich ist das genauso mit dem Namen der Stadt hier. Und da. Moment mal, also da habe ich einen Donutblock mit Gewerbegebieten. Und hier habe ich jetzt eine ganz normale Feuerwache drin. Nicht mal ein Hauptquartier. Wo habe ich eigentlich mein Hauptquartier stehen? Da. Das heißt, ich soll das Gebäude jetzt für ein Feuerwehrhauptquartier abreißen. Ach komm, das ist doch hier jetzt nicht euer Ernst, oder? Also nicht mein Ernst, oder? Und ich habe hier quasi fast im Mittelpunkt diese Industriegebiete. Nee, jetzt ist hier aber mal Schluss mit lustig. So, wo bauen wir unsere Industriegebiete hin? Was habe ich denn da auf der Insel? Auf der Insel befindet sich ein Flughafen und ein Gewerbegebiet. So, ein Flughafen und ein Gewerbegebiet. Damit man hier wahrscheinlich jetzt voll duty-free und so einkaufen kann. Was ich nicht machen werde, ist diesen blöden Flughafen mit Strom zu versorgen. Denn wir wissen alle, was da passiert. Dann sieht die Geschichte nämlich so aus. Flugzeugabsturz, 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 Flugzeugabsturz. Das wollen wir wirklich nicht.
Also, okay. Wo bauen wir jetzt die Industriegebiete hin? Da, wie viele Industriegebiete brauche ich eigentlich? Ach, Moment, wir machen das jetzt mal ganz anders. So, was machen wir denn hier jetzt? Ich baue uns hier noch ein paar Industriegebiete hin. Ja, so, hier nochmal 5. Bevölkerung wünscht ein Fußballstadion. Ja, ihr kriegt ja gleich eins. Und wo könnte ich hier noch ein paar hinbauen? Wie viel brauchen wir da eigentlich? Viel braucht man doch auch gar nicht, oder? Was habe ich auf der Insel da oben? Ein Hafen, ein Kohlekraftwerk, einfach weil es so schön ist und ich alles wahrscheinlich einmal haben wollte, aber Kohlekraftwerk brauchen wir nicht. Und 2 Gewerbegebiete. Ich mache da einfach mal jetzt einen Hafen hin. Das geht, ja doch, das geht da. Ist immer schwierig, wenn man das noch nicht planiert hat, zu erkennen, wie groß das ist. Und für Flughafen und Hafen kriegt man eine Ausstellung. Warum eröffnest du nicht eine Ausstellung, auf der sich die Einwohner ein Bild vom technischen Fortschritt deiner Industrieanlagen machen können? Die umliegenden Industriegebiete würden nur davon profitieren. Komm, so viele Industriegebiete wollen wir doch hier jetzt gar nicht haben, oder? Ja, ich klatsche uns hier gleich da im Osten noch ein paar hin von mir aus. So, und hier von mir aus jetzt noch 3. Ich glaube, den Hafen lasse ich jetzt auch mal hier ohne Strom. Einfach mal, um zu gucken, ob mir dann auch so ein Schiff auf die Nerven geht. Und damit es schön aussieht. Ach, was soll's sie. Wo mache ich hier jetzt die Schienen hin? Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade keinen Plan, aber das würde ja irgendwie implizieren, dass ich vorher voll den Plan hatte. Auf jeden Fall, oh, die machen wir erstmal hier platt. So, ich scheiß auf meine Karte. So, erstmal. Ah ja, hier direkt rummeckern, keinen Strom mehr. Ich mache hier mal noch ein paar alternative Stromleitungen. Und wollen wir Duty Free shoppen können? Ja, wollen wir. Aber wir wollen nicht fliegen können. Ah ne, da kann ich ja gar nicht drüber bauen. So, aber jetzt kriegen da die Leute schon auch Strom. Na, zum Glück hier die Eisenbahn, die ist zuverlässiger. Die baut wenigstens keine Unfälle. Nicht wie Flugzeuge und Schiffe, die irgendwie mit einem kollidieren, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. So, was mache ich hier jetzt auch noch irgendwas? Ich baue erstmal hier noch ein paar Wohngebiete. So, damit man hier mal wieder besser wohnen kann. Hier ist so nicht auch irgendeine Sendung, besser wohnen. Ach, hier sind gar. Ach, was interessiert mich diese WGI-Grafik? Ich baue einfach mal ein paar Wohngebiete hier. So. Und das Geile ist, ich kann hier jetzt auch, obwohl da vorher noch es aussah wie Wasser, ich kann da trotzdem einfach reinbauen.
Ja, machen wir hier noch ein paar Gewerbegebiete. Ah ne, aber doch nicht da. Ich will auch Donuts machen. Jetzt muss ich das schöne Gewerbegebiet einfach nochmal abreißen. Ja, was man sich sicherlich beim Kontostand von 974.000 noch was nicht leisten kann. So. Und jetzt hier noch die restliche Straßenversorgung. Aha. Und die schönen Waldflächen lassen wir einfach mal hier stehen. Und der Umwelt zuliebe, weil Industriegebiete ja immer so viel Luftverschmutzung verursachen, machen wir hier einfach mal noch ein bisschen Parkanlagen hin. Ah, und na schön, haben wir hier noch ein Gewerbegebiet hin, um den Platz besser zu nutzen. Und so, jetzt mache ich da noch mal gucken, ob sich das Gebiet mit dieser einen Eisenbahnschiene zufrieden gibt. Nach meiner Logik müsste es das ja eigentlich, so wie ich es erklärt habe, brauchen die ja immer nur ein Feld Anbindung. Das wollen wir beim nächsten Mal sehen. Tschüssing!